Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Udo von musicbyvgl.de. Freut mich, euch zu sehen. Heute soll es um das Thema E-Gitarren abmischen gehen. Denn ich hatte letztens mal wieder die Gelegenheit, hier bei mir im Studio eine aufzunehmen. Und wir haben da einige Songs, die ich schon mehr oder weniger fast fertig hatte, nochmal extrem aufwerten können damit. Denn ich mag das, wenn ich immer noch so ein von einem echten Menschen gespieltes Instrument in der Produktion drinne habe. Denn wenn du sonst nur Samples und virtuelle Instrumente verwendest, kann es sein, dass so ein bisschen dieser menschliche Touch fehlt und genau das wertet dann die Songs nochmal extrem auf. Und bei einem Song haben wir einen speziellen Sound gebraucht, wo die Gitarre nicht unbedingt wie eine Gitarre klingen sollte, sondern so ein bisschen weicher von den Anschlägen, ein bisschen mehr wie ein Flächensound, der so mehr im Hintergrund schwimmt. Und heute möchte ich euch zeigen, mit welchem Plugin ich das Ganze umgesetzt habe, damit ihr, wenn ihr auch mal einen ähnlichen Sound sucht, das Ganze schnell nachmachen könnt. Dafür gehen wir hier in die Session einmal rein und ich würde das Ganze vorspielen. Im Refrain ist die Gitarre dann drin und ihr werdet wahrscheinlich im Hintergrund hören, wie dieser Sound klingt. Mich wie eine neugeborene Person, fühle mich fit, Digga, mit oder ohne Mikrofon, komm. Ich spiel mit mir, ich spiel mit dir und wenn du mal nicht mehr zurück. Ihr hört im Hintergrund dieses, was jetzt schon fast wie so eine alte Blaskapelle klingt, das war ursprünglich mal eine Gitarre. Ich schalte die mal solo, damit wir die nochmal in Solo anhören können. Also in Solo hört man schon definitiv raus, dass es mal eine Gitarre war, aber ihr hört, dass diese Anschläge, die die Gitarre eigentlich hat, wenn man die Saiten anschlägt, dass die sehr gedämpft sind, sehr weich klingen. Und das Ganze macht ihr mit einem transienten Designer, beziehungsweise im Logic gibt es den Enveloper. Das ist ein Plugin, mit dem du bestimmen kannst, wie laut die Attack-Phase und die Sustain-Phase eines Signals ist. Also du hast hier einen Regler auf der linken Seite, mit dem du den Gain von der Attack bestimmen kannst. Und die Länge der Attack. Das heißt, ich regle hier auf dieser Seite die ersten 56 Millisekunden, also diesen ganz harten Anschlag des Signals, um -42% runter. Und das bewirkt, dass der Sound nicht mehr die harten Anschläge hat, sondern einfach ganz weich einklingt. Ich würde es jetzt einmal ausmachen und vorspielen und zwischendrin dann zuschalten, damit ihr den Unterschied hören könnt. Ja, klingt dadurch deutlich weicher und was es wirklich bewirkt am Ende ist, dass es im Mix mehr in den Hintergrund geht. Denn wenn du harte Anschläge in einem Signal drin hast, ist es bei gleicher Lautstärke immer viel weiter vorne als ein Signal, was keine harten Anschläge hat. Das hat einfach was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert, denn härtere Anschläge haben auch mehr Obertöne, mehr Höhen drin und das nehmen wir automatisch als viel weiter vorne wahr. Und wenn du es ein bisschen weicher machst von den Anschlägen her, geht das Signal weiter nach hinten und du kannst es mehr als Flächensound, als füllenden Sound, als sphärischen Sound benutzen. Und genau das wollte ich auch. Ich mache es nochmal im Mix ohne die Reduktion der Anschläge und dann schalte ich es wieder zu, damit man den Unterschied nochmal im Mix wahrnehmen kann. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Einfach mal so ein kleiner Trick, dass man ein Plugin, was eigentlich mehr oder weniger für Drums gedacht ist, um Punch zu verleihen oder die Sustain zu verkürzen, dass man das auch für ganz andere Sachen einsetzen kann und somit auch jedes Instrument in seinem Charakter verändern kann. Denn der Charakter eines Instruments liegt meistens wirklich in diesen Anschlägen. Das ist da, wo sich alle Instrumente voneinander unterscheiden. Das ist der Grund, warum ein Klavier anders klingt als eine Gitarre und so weiter. Das sind die Anschläge. Und wenn du die beeinflusst mit einem Plugin, dann kannst du das Instrument sehr stark verfremden. Und hier habe ich es eben so angepasst, dass es schön in den Hintergrund, hinter den Gesang rumschwebt und dadurch ein sehr cooler Flächensound entsteht, der einfach hinter dem Gesang liegt und
in dem Refrain, wo schon sehr viele Elemente drin waren, einfach nicht zu aufdringlich ist. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ihr könnt die Technik vielleicht auf einen eurer Sounds mal anwenden. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das schon mal so gemacht habt. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit einem neuen Video. Das war Udo von musicbyvgl.de. Ciao, macht's gut.